essere. Mama, kein Interesse. Als du mir schon mal ein Bleibchen verbieten hast, musste ich nach 20 Minuten die Handschellen abpacken. Nein, ich leide nicht so. Mama, ich bin bei der Arbeit. Ich rufe dich später zurück. Bis dann. Elifis hat einen Treffer für den Fingerabdruck aus dem Schneebüschen. Ich denke, ich habe den Killer Tom gefunden. Bobby Rack. Ach, ich rede immer auf Mac, weil er soll dir unbedingt eine Gehaltserhöhung geben. Sein einziges Vergehen ist 8 Jahre hier im Schwarzfahren? Nicht unbedingt das Profil eines kaltblütigen Killers. Laut Polizeibericht hat Brandon versucht, in der U-Bahn über die Absperrung zu springen, weil er sein Portemonnaie und sein Geld verloren hat. Tja, seitdem sind seine Fingerabdrücke registriert. Und sonst nichts. Kein Einbruch, kein Überfall, nicht mal eine Ordnungswidrigkeit. Und heute verkleidet er sich als Clown und bringt jemanden um. Gino Cressidas Ermordung war Vorsatz. Das fand ich mal eben beim Frühstück. Ist es wirklich sein Fingerabdruck? Ja, Übereinstimmung mit 15 Punkten. Dann kann es keine Frage geben. Und mir ist noch was Seltsames aufgefallen. Er ist seit 5 Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Man braucht in New York auch keinen. Aber am selben Tag hat er seine Kreditkarte gekündigt, seine Wohnung in Queens gewonnen, seinen Job aufgegeben und taucht auf einmal in keiner der bekannten Datenbanken mehr auf. Ich habe alles durchgecheckt. Als hätte er sich an einem und demselben Tag aus seinem eigenen Leben verabschiedet. An einem und demselben Tag? Genau, an einem und demselben Tag. Du bringst mich auf eine Idee. Danke, Adam. Hat es schon angerufen? Es? Das FBI. Warum sollten Sie anrufen? Naja, Sie lassen gewöhnlich nichts anderes, wenn man in der Zwischenfunk. Habt ihr das denn? Wir konnten den Fingerabdruck, den Daniel in der Klauenstunde gefunden hat, einem gewissen Bobby Rankin zuordnen. Wird aber nicht ganz leicht, ihn aufzuspüren, weil er vor 5 Jahren verschwunden ist. In einem Gefängnis war, wüssten wir, dass er Todesfälle werden ebenfalls dokumentiert. Aber es gibt keine Vermisstenanzeige. Glaubst du also, dass er ein Zeugenschutzprogramm des FBI sein muss? Ganz genau, bin ich. Kenne das FBI. Ebenso wie diesen vor Selbstbewusstsein strotzenden Agenten da draußen. Und das weißt du, weil du mit ihm zusammen gearbeitet hast? Geschlafen sogar. Mein Ex-Ehemann. Gehst du etwa? Oh.